Eins ist, Schneiden ist so ja die Angst des Gärtners. Also es gibt die Angst vorm Schneiden, die Angst vorm Spritzen und führt dazu, dass man auch vielfach keine Obstbäume pflanzt oder Angst hat, Obstbäume zu pflanzen. Und ich möchte Ihnen hier einfach im Hintergrund zu den Obstbäumen die drei oder vier wichtigsten Schnittregeln oder Wachstumsregeln der Pflanzen näher bringen, die ganz einfach sind. Das ist nichts Verrücktes, steht auch irgendwo oder meistens drei-, vierfach in unserem Katalog drin. Das erste Gesetz ist, Triebwachstum und Fruchtansatz konkurrenzieren sich gegenseitig. Das heißt, das können Sie auch in Natur beobachten, wenn Sie einen Hochstamm haben, der extrem viel wächst, Triebe macht wie verrückt, haben Sie wenig Früchte dran. Wenn er extrem voller Früchte ist in dem Jahr, wächst er fast nichts. Das ist eine gute Sache im Hintergrund, den eigenen Baum, die eigene Pflanze zu beobachten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das zweite ist, mit Schneiden machen Sie die Pflanze nicht kleiner. Mit Schneiden machen Sie die Pflanze, und das gilt übrigens auch für andere Pflanzen, nicht nur für Obstbäume, größer. Ja? Also je mehr Sie schneiden, je mehr wächst das Ding. Je weniger Sie schneiden, desto ruhiger bleibt die Pflanze. Das hängt natürlich mit diesem zusammen, was in der ersten Regel steht. Ja? Wenn die Pflanze viel wächst, trägt sie weniger Früchte. Wenn Sie sie stark schneiden, wächst sie viel, trägt weniger Früchte. Weil sie nicht viele Früchte trägt, wächst sie verrückt. Also, wenn Sie einen kleinen Obstbaum wollen, möglichst nichts machen. Erinnern Sie sich an meinen Tipp am Anfang. Nichts machen, einfach nichts, das Ding wachsen lassen. Das kann natürlich im Extremfall dazu führen, dass ein Obstbaum fast ein Krüppel wird, weil er nur noch Früchte trägt. Aber er bleibt klein. Viele Leute wollen ja auch einen kleinen Baum, das soll nicht groß werden, aber es soll Früchte tragen. Ja. Und das Dritte, auch wichtig, wenn Sie Bäume erziehen, je steiler ein Trieb ist, desto mehr wächst er, desto weniger trägt er Früchte. Je flacher ein Trieb ist, oder sogar unter der Waagrechte, desto mehr trägt er Früchte und desto weniger wächst er. Das ist das, was Sie hier zum Beispiel in der Region Lindau am Bodensee in Obstanlagen beobachten. Die Äste werden flach erzogen oder flach gebunden, sogar unter die Waagrechte, und die wachsen fast nicht mehr. Die Bäume stehen auf einem Meter Abstand. Und sie tragen jedes Jahr Früchte wie verrückt. Werden nicht groß, das können Sie in Ihrem Garten auch machen, wenn Sie die drei Schnittgesetze, die irgendwo alle miteinander zusammenhängen, berücksichtigen. Kommt Ihnen jetzt ein bisschen komisch vor, aber wenn Sie dann mal vor dem Baum stehen und Sie sehen, das trägt keine Früchte dieses Jahr, aber der wächst wie verrückt. Und wenn Sie dann die Maßnahme machen, dass Sie das Ding schneiden im Herbst, wird er nächstes Jahr nochmals wachsen wie verrückt und wieder keine Früchte tragen, machen Sie nichts. Oder bieten Sie die Äste runter, dann wird er Früchte tragen. Vielleicht noch ein viertes Gesetz, aber das ist ein bisschen zu kompliziert, das sollte man eigentlich schon fast weglassen, das ist beim Steinobst. Da sollte man wirklich in dem Moment, wenn ein untergeordnetes Element, also der Seitenast eines Hauptastes, deutlich mehr als halb so groß ist wie der Hauptast, sollte man ihn wegnehmen. Das ist sowas. Und man sollte beim Steinobst nie einen Ast ganz wegnehmen, also auf Astring ganz ans Ende schneiden, sondern immer noch einen Stummel stehen lassen. Sieht nicht so schön aus, führt aber dazu, dass da wieder irgendwann Fruchtholz entsteht und führt dazu, dass teilweise dann diese Ransen zurücktrocknen. Sieht auch nicht so gut aus, aber ist viel besser, als wenn Sie eine Schnittstelle haben, wo es langsam beginnt zu faulen, wo nachher Schleim rauskommt, wo es zu Infektionen kommt und so weiter. Also Steinobst immer auf Stummel schneiden, nie ganz wegschneiden. Aber die ersten drei Gesetze sind die wichtigsten. Das vierte, eigentlich nach dem Pareto-Prinzip schon fast wieder ein bisschen zu viel.